Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen zu Hause. Ja, was macht man, wenn man als Letzter hier in der Redereihenfolge die Ehre hat, zu einem Tagesordnungspunkt zu sprechen? Meistens kann man nicht mehr so viel Neues sagen. Daher möchte ich etwas Neues versuchen und diesen Antrag in einem Satz zusammenfassen. Und das geht hier, glaube ich, ganz gut, denn dieser Satz ist ein sehr treffender Appell an die Ministerin und er lautet: Machen Sie hinne. Man könnte auch sagen, geben Sie Gummi oder drücken Sie auf die Tube. Denn wenn man mal auf die Feuer- und Rettungswachen im Land schaut, bei den Kolleginnen und Kollegen im Rettungsdienst herrscht große Verunsicherung. Wann kann ich die Aus- oder Fortbildung beginnen? Wo kann sie gemacht werden? Bin ich überhaupt betroffen? Und es kursieren ständig neue Gerüchte und widersprüchliche Informationen. Und statt verlässliche Informationen zu liefern, werden im Ministerium ständig neue und widersprüchliche Informationen veröffentlicht. Ständig werden Fristen verlängert. Es herrscht eine allgegenwärtige Unsicherheit auf den Feuer- und Rettungswachen NRW, wenn es um die Frage der Zukunft des eigenen Berufes geht. Und das, meine Damen und Herren, ist ein unhaltbarer Zustand. Denn versetzen Sie sich mal in die Lage der Menschen, die diesen Job ausüben. Gerade die Kolleginnen und Kollegen im Rettungsdienst sind in ihrem Berufsbild tagtäglich einer Unmenge an Unsicherheiten ausgeliefert. Das fängt schon damit an, dass man nicht weiß, wie der nächste Einsatz aussieht. Hat man die Lage richtig eingeschätzt und die richtigen Maßnahmen getroffen? Kann man für Fehler, die man eventuell unbeabsichtigt gemacht hat, haftbar gemacht werden? Das sind nur ganz oder ist ein kleiner Teil der Fragen, die einem täglich begegnen. Und es stehen Existenzängste in diesem Beruf, in dem Zeitverträge dominieren, ebenso fast täglich auf der Tagesordnung. Die Frage, habe ich nächstes Jahr noch einen Job, taucht immer wieder auf, fast täglich. Was mache ich, wenn mein Rücken von dem vielen Schleppen nach 20 Berufsjahren versagt? Stehe ich auf der Straße? Man weiß es nicht. Und diese Menschen, die ihren Beruf fast täglich in die Extremsituation gebracht werden, der Beruf, der diese Menschen täglich an den Rand der Gesellschaft bringt, diese Menschen brauchen in erster Linie Verlässlichkeit und Unterstützung. Und daher unterstützen wir Piraten diesen Antrag und appellieren an die Ministerin, schnell für Klarheit zu sorgen, die geforderten Maßnahmen zu treffen und gegebenenfalls Informationen zu veröffentlichen, wieso es so schleppend mit der Regelung der Notfallsanitäterausbildung voranläuft. Lassen Sie die Menschen diesen Beruf nicht hängen und sorgen Sie für Planungssicherheit bei den Kreisen und auch den Ausbildungseinrichtungen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus